Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir und einer Bücherwoche, die schon etwas länger zurückliegt. Es ist nämlich die letzte Februarwoche, bevor dann etwas in meinem Leben passiert ist, was mich in den letzten Wochen doch so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Ich habe es irgendwie hier in diesem Community-Post gepostet, dass jetzt erstmal ein paar Tage nichts oder Wochen irgendwie nichts kommt. So langsam kehrt aber eine gewisse Normalität ein. Ja, ich war auch beim Friseur, aber ja, es ist so, ich habe auch lange überlegt, wie möchte ich das kommunizieren, möchte ich etwas dazu sagen, ist es zu privat? Und ja, irgendwie habe ich da auch ein bisschen länger drüber nachgedacht, inwiefern ich euch im Grunde informieren möchte. Aber ich glaube schon, dass es einfach in den nächsten Wochen noch eine Auswirkung haben wird. Es wird wahrscheinlich ein Leben lang eine Auswirkung auf mich haben. Und meine Mama ist Anfang März gestorben, genau gesagt am 2. März, am Dienstag. Ja, das hat mich, das hat uns relativ überrascht. Das ging relativ schnell. Es ist kein Corona, sollte sich diese Frage irgendjemand stellen. Aber ja, es hat uns ganz schön die Füße, den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich möchte jetzt auch gar keine Kommentare mit Beileidsbekundungen oder sonstiges. Das ist gar nicht das Ziel, warum ich es sage. Ich glaube aber einfach, dass ich als Mensch gerade jetzt und wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen irgendwie noch von der Stimmung einfach anders bin, als ich davor war. Und ich schon der Meinung bin, das gehört zum Leben ja dazu. Und auch wenn sich die Welt drumherum irgendwie weiterdreht und die Normalität ja kein Halt macht, also möchte man ja aber irgendwie auch für sich selbst, dass die Normalität in seinem Leben sich wiederfindet. Und ich glaube einfach, dass das ganz viele von euch, die auch schon einen lieben Menschen verloren haben, nachvollziehen können. Die Tage danach oder auch die Wochen, auch bis jetzt, im Grunde 3 Wochen später, ist unglaublich schwer. Es fehlt mir nicht nur eine Mama, es fehlt mir meine beste Freundin und der Mensch, mit dem ich jeden Tag mich ausgetauscht habe. Das ist, und es gibt eben auch so Momente, zum Beispiel nach dem Friseurbesuch hätte ich meiner Mama als erstes ein Foto geschickt und da wird einem dann schon bewusst, dass es diese Momente sind, wo was sich verändert und wo man, glaube ich, auch erstmal ein bisschen reinwachsen muss. Und ich glaube auch nicht, dass das von heute auf morgen geht. Ich war danach nicht fähig zu arbeiten. Ich habe 2, 3 gute Gespräche mit meinem Arzt geführt, der mich auch bereitwillig arbeitsunfähig geschrieben hat. Ich werde es jetzt am Montag probieren. Weiß aber auch, wenn es nicht geht, dass ich jederzeit sagen kann, okay, ich ziehe mich einfach nochmal raus. Das Positive jetzt an der Woche, die kommt, ist natürlich, dass das eine kurze Woche ist durch Ostern und man dann einfach ein langes Wochenende hat, um vielleicht auch zu schauen, wie geht es einem irgendwie damit, bevor man dann 2 Wochen später im Grunde mit einer 5-Tage-Woche dann irgendwie wieder beginnt, weil es sind ja jetzt 2 kurze Wochen. Wie gesagt, ich möchte oder ich sage das nicht, um jetzt irgendwie in den Kommentaren irgendwie Beileidsbekundungen zu bekommen. Es geht mir nur darum, dass man, also dass jeder weiß, man ist da draußen auch nicht alleine damit. Also dass das uns alle treffen kann, treffen wird, mehr oder weniger. Und ja, dass eben manchmal Hobbys und banale Normalitätssachen wie Lesen, wie Bücher, wie Serien, wie Filme, YouTube-Videos, dass das einen schon irgendwie, also dass das wichtig ist, dass man ja irgendwie wieder zusammen ich findet. Und für mich, und das habe ich tatsächlich jetzt so in den letzten 1,5 Wochen gemerkt, gehört Lesen zum Leben und auch das darüber sprechen. Und ich habe heute einen guten Tag, die Sonne scheint und ich dachte einfach so, jetzt setzt du dich einfach her und redest mal über die letzte Februarwoche. Und ja, die nächstgrößere Veränderung sind natürlich die Haare. Ich hatte einen Friseurtermin, den ich auch schon vor allem sozusagen noch Ende Februar vereinbart habe. Sie sind wieder kürzer. Ich habe auf der rechten Seite einen Sidecut. Die Farbe ist eigentlich eine Spur zu hell, aber daran bin ich selbst schuld. Um die Farbe kümmere ich mich ja immer selbst. Aber ich wollte jetzt auch nicht so schnell hintereinander zu viel rum experimentieren. Aber ja, ich finde die Länge wieder sehr gelungen und ich mag es einfach so ein bisschen kürzer.
und habe mich eben auch einfach mal an den Versuch eines Sidecuts gewagt. Ich finde das tatsächlich auf der Seite ganz cool, ist einfach mal ein bisschen wieder was anderes und ja, passt jetzt so ein bisschen zum Frühling und den haben wir ja schließlich auch schon seit einer Woche, auch wenn es bei uns am Frühlingsbeginn ja, noch geschneit hat. Es gibt noch 3 vorgedrehte Videos. Es wird am 1. April ein Wanderpaket-Video online gehen, was aus dem Dezember ist. Und ich hatte noch an dem Wochenende vorher Buchreihen-Videos abgedreht, Teil 1 und Teil 2. Bin aber nicht mehr zum Schneiden gekommen. Die werde ich jetzt noch schneiden und die werden dann im April online kommen. Also nicht wundern, da kommen dann noch 3 Videos, wo die Haare ganz anders sind und auch die Stimmung noch ein bisschen mehr ich ist und mehr euphorisch ist. Ich habe jetzt geplant, heute in der Bücherwoche über die letzte Februarwoche zu sprechen und es wird dann einen Monatsrückblick Anfang April irgendwann geben, wo ich über den März in Gänze sprechen werde, weil da doch 2-3 Bücher gelesen wurden und über die möchte ich dann auch einfach reden, um dann sozusagen einfach wieder in den normalen Bücherwochenrhythmus zu kommen. Auch wird es 4 Hangouts im April geben, auf die ich mich sehr, sehr freue. Zum einen starten wir am 1. April mit dem Kingsiana Hangout in den King im April Monat sozusagen. Da werde ich aber wahrscheinlich direkt im Anschluss noch ein Ankündigungsvideo über alle Hangouts und die Termine drehen und werde das, denke ich, dann auch einfach am Dienstag hochladen, sodass ihr da alle Hangouts im Überblick habt. Aber den 1. April könnt ihr euch schon mal im Kalender anstreichen. Da sind die Kingsiana auf meinem Kanal zu Besuch und da freue ich mich auch sehr drauf. Lange Rede, kurzer, wie man so schön sagt. Starten wir jetzt einfach mal ein bisschen mit den Büchern. Weil es tatsächlich eine Woche war, die wirklich mit vielen Highlights dahergekommen ist und auch mit wirklich sehr, sehr guten Büchern. Insgesamt habe ich 5 Bücher gelesen, wobei eins davon, und zwar das Leseklub-Buch, hat ja schon in der Woche vorher gestartet. Dementsprechend ist das im Grunde nur ein halbes Buch, aber ja. Und dann habe ich 2 Filme geschaut und auch eine Serie gesehen und kann mich gefühlt schon gar nicht mehr so richtig dran erinnern, aber ja, das bekommen wir irgendwie hin. Ich zeige euch jetzt erstmal die 5 Bücher, die ich gelesen habe, bevor wir dann detailliert auf die Bücher eingehen. Ihr findet immer alle Informationen zu den Büchern unten in der Infobox. Auch der Leseklub ist unten immer verlinkt, die Playlist zum Hörgenuss und so weiter. Also schaut da gerne mal vorbei. Der Leseklub hat im April auch ausgesetzt, eben aus diesen persönlichen Gründen. Und das Buch, was wir im April lesen wollten, haben wir jetzt in den Mai geschoben. Wenn ihr da aber mit dabei seid, dann habt ihr den Post bestimmt gesehen auf Facebook. Und ja, aber findet ihr alles in der Infobox. Das erste Buch oder das Hörbuch der Woche war The Shape of Water von Guillermo del Toro und Daniel Kraus. Habe ich bei Der Rache des Subs beim Monatsrückblick sozusagen von vor einem Jahr der Neuzugänge wiederentdeckt und habe mich da jetzt einfach mal dran gemacht. Dann war mir nach diesem kleinen Buch, und zwar das ist also im Vergleich zu einem normalen Taschenbuch wirklich sehr, sehr klein, und zwar ist das ja, Der letzte Barreau, den ich sozusagen noch nicht gelesen habe, und zwar Du findest mich am Ende der Welt. Ja, mir war einfach nach einer Liebesgeschichte und da hat das ganz gut gepasst. Das Leseklubbuch war der erste Teil der Nevermore-Reihe Fluch und Wunder von Jessica Townsend. Ein absolutes Highlightbuch und ja, ich freue mich schon, wenn die Taschenbuchausgabe, die mir optisch ja besser gefällt, dann auch bei mir einziehen wird. Dann ging es weiter mit Wenn es Frühling wird in Wien von Petra Hartlieb. Hier hat mir ja der erste Teil, der sich um den Winter dreht, sehr gut gefallen und ich habe mit dem Frühling weitergemacht und mittlerweile ist auch der Sommer schon bei mir eingezogen. Und das letzte Buch habe ich dann eigentlich am Montag, sozusagen am 1. März beendet, aber es zählt für mich jetzt einfach in die Woche mit rein. Und zwar ein Thriller, und zwar Der Tausch von Julie Clark, war ein Geburtstagsgeschenk von der lieben Sarah. Ganz liebe Grüße an dich. Und mir war tatsächlich nach einem Thriller und ja, Der Tausch klang da auf jeden Fall spannend.
Wie immer fangen wir natürlich von vorne an und zwar mit dem Hörbuch der Woche The Shape of Water von Guillermo del Toro und Daniel Kraus. War jetzt wie gesagt seit einem Jahr knapp auf meinem Sub und durch das Rückblickvideo habe ich mich wieder mal daran erinnert, dass das ja noch ungelesen ist. Ich schreibe mir ja die ungelesenen Bücher auch immer in meinen Filofacts und versuche dann ja so ein bisschen das abzuarbeiten. Ich habe ja nicht so eine richtige Challenge, sage ich mal, aber ich möchte natürlich trotzdem entscheiden, lese ich das Buch oder sortiere ich es aus. Im März gab es jetzt kein Rückblick-Video, ich werde das auch nicht nachholen. Ich werde aber im April-Video dann dazu sagen, wie viele Bücher und welche Bücher gegebenenfalls dann aus dem März irgendwie noch offen sind. Es gibt bereits eine Verfilmung und die habe ich dann mir auch auf Netflix direkt angeschaut. Die hat auch, glaube ich, 4 Oscars bekommen und über 10 Nominierungen damals gehabt. Und die Geschichte ist ja tatsächlich so, dass das Buch parallel zum Film entstanden ist, weil Del Toro so angetan war von der Idee von Daniel Kraus und das parallel im Grunde geschrieben wurde, sowohl das Drehbuch wie dann eben auch der Film, eben dann auch zum eigentlichen Buch. Gesprochen wird das Hörbuch von 2 Sprechern, nämlich von Mari und Detlef Bierstedt. Und Detlef Bierstedt kennt man ja auf jeden Fall als die Stimme von George Clooney. Und das waren wirklich tolle Sprecher, hat viel Spaß gemacht, diesen Wechsel der Stimmen und auch die Atmosphäre in diesem Hörbuch. Also da kann ich wirklich sagen, das Hörbuch hat mir sehr, sehr gut gefallen. In der Geschichte geht's oder starten wir im Jahr irgendwas in den 1960ern und wir treffen auf Elisa, die als Reinigungskraft in einem geheimen US-Militärlabor arbeitet. Sie kann weder hören noch sprechen, beherrscht aber die Gebärdensprache und kann sich eben auch mit ihren Mitmenschen darüber dann auch austauschen. Es wird ein Wesen eingefangen, was in das Labor dann gefangen gehalten wird und sie trifft bei Putzarbeiten dann eben auf dieses ungewöhnliche Wesen, das halb Mensch und halb Amphibie ist und sie ist sehr fasziniert von diesem Wesen und auch von der Ausstrahlung dessen. Elisa schafft es auch, Kontakt mit dem Wesen aufzunehmen, eben über diese Gebärdensprache so rum und obwohl die Forscher nicht zu diesem Wesen durchdringen, merkt man doch, dass er eben merkt, dass sie ihm nichts Böses möchte und sich eben ihr dann eben auch öffnet. Beide kommen sich näher und sind auch wirklich irgendwie voneinander angetan, bis Elisa eben dann auch erfährt, dass das Wesen getötet werden muss oder soll und da weiß sie, sie muss ihm helfen. Und wir haben hier auch einen Gegenspieler, Strickland. Auch durch ihn bekommen wir eben sehr, sehr viele Informationen, besonders auch zur Gefangennahme des Wesens im Dschungel und wie er vielleicht auch dadurch tatsächlich so ein bisschen böser und verrückter wurde und sich das alles wirklich zu einem wahnhaften Kampf im Grunde dann aufgebaut hat. Beim Hörbuch habe ich mir zu Beginn ein bisschen schwer getan, reinzukommen. Der Start war tatsächlich etwas schwierig, etwas holprig, etwas merkwürdig, auch vom Stile her. Man muss definitiv konzentriert zuhören, bis man dann eben mal drin ist. Und das war ich dann doch auch relativ schnell und hatte aber so ein bisschen schon meine Probleme mit dem ungewöhnlichen, sehr detailverliebten Stil. Es ist manchmal einfach zu ausschweifend. Also da denkt man sich dann schon, ja, jetzt komm doch mal zum Punkt und mach mal weiter. Weil ich das dann doch manchmal auch anstrengend fand, zuzuhören, dem zum Lauschen, auch dem zu folgen, wenn es eben wirklich irgendwie extrem irgendwie ausholt. Durch die unterschiedlichen Perspektiven, die wir haben, bekommen wir einen sehr, sehr guten Überblick und kommen auch sehr gut in die Gefühle und Gedanken der Charaktere hinein. Es gab aber auch die ein oder andere Perspektive, die ich sehr anstrengend fand. Ich weiß nicht, ob es am Hören lag, ob es vielleicht beim Lesen anders gewesen wäre, aber da war ich dann schon manchmal da und dachte, was wollte mir diese Sicht jetzt eigentlich sagen? Die Liebesgeschichte zwischen dem Wesen und Elisa fand ich sehr speziell, aber unfassbar berührend. Also überhaupt fand ich Elisa einen ganz, ganz tollen, auch mal ganz andersartigen Charakter. Und diese Liebesgeschichte, diese Botschaft, die wir auch dadurch bekommen, das hat mich sehr zum Nachdenken angeregt und halt auch persönlich noch sehr danach lange an. Und
fand ich wirklich, also das fand ich wirklich sehr toll rübergebracht. Überhaupt war der Schreibstil trotz der Ausschweifungen schon sehr emotional ergreifend. Also das muss ich wirklich sagen, das hat Daniel Krauss wirklich wunderbar gemacht. An mancher Stelle ist es eben ausschweifend, es ist auch manchmal sehr langsam erzählt, es ist oftmals ein sehr ruhiges Buch. Vielleicht war es dadurch auch manchmal einfach zu viel an Gefühlen und an Gedanken, aber alles in allem hat mich die Geschichte sehr unterhalten, sehr zum Nachdenken angeregt, es war sehr emotional und es war einfach mal eine andere Liebesgeschichte, die mir sehr, sehr gut gefallen hat und die eben auch so die Weltordnung mal so ein bisschen wieder in die richtige Perspektive hebt, schiebt, wie auch immer, wenn man das so sagen kann. Zudem, und da werde ich jetzt gleich kurz auch was zum Film sagen, hat es mich sehr neugierig auf den Film gemacht, sodass ich den auch direkt im Anschluss dann angesehen habe. Und da muss ich wirklich sagen, dass mir die Verfilmung sehr gut gefallen hat. Es gibt zwei, drei sehr merkwürdige Szenen, wo ich so dachte, muss man die so explizit zeigen? Ich denke da nur an die anfänglichen Badewannenszenen, wer jetzt vielleicht den Film kennt. Ich fand ihn aber toll umgesetzt und ich kann sehr gut nachvollziehen, warum der Film so einen Hype erlebt hat. Ich frage mich auch, warum ich den gar nicht im Kino gesehen habe. Wer weiß, was zu der damaligen Zeit irgendwie war. Er hat ja auch 4 Oscars abgestaubt. Es gab, wie gesagt, über 10 Nominierungen. Und ich finde, dass er die 60er sehr gut einfängt. Ich finde, dass er auch diese Liebe, diese Gefühle, diese Freundschaft sehr gut einfängt. Ich fand auch toll, dass wir so ein bisschen den übergreifenden Erzähler hatten, nämlich den guten Freund von Elisa. Und ich fand auch das Ende im Film wahnsinnig gut gemacht und so Hoffnung schenkend. Also ja, mir hat beides sehr, sehr gut gefallen. Ich kann beides wirklich sehr empfehlen. Wer vielleicht nicht hören möchte, ich kann auch wirklich den Film sehr empfehlen, den es auf Netflix gibt und ja, den ich wirklich ganz, ganz toll fand und der wirklich auch die Gefühle sehr gut rüber transportiert hat. Dann ging es parallel mit einer kleinen Liebesgeschichte sozusagen von Nicolas Barrault weiter. Du findest mich am Ende der Welt, wirklich eine wunderbar kleine Ausgabe, die ich mir, glaube ich, mal irgendwo gebraucht zugelegt habe. Und das ist mein letztes Subbuch und auch mein letztes noch nicht gelesenes Buch von Barrault. Ich hatte einfach so ein bisschen Lust darauf und habe von ihm bisher auch alle Bücher gelesen. Und die meisten haben mir sehr gut gefallen. Ich glaube, das vorletzte habe ich auch mit Sarah Sophie gelesen gehabt. Das hat uns nicht so begeistern können. Aber ja, hierbei handelt es sich um das zweite Buch von Nicolas Barrault, das eben auch schon etwas älter ist. Und wir treffen auf den Galerist Jean-Luc, der sehr charmant ist und der eines Tages einen geheimnisvollen Liebesbrief findet. Dieser ist von einer unbekannten Principessa und landet in seinem Briefkasten. Er antwortet ihr und es entsteht ein wunderbarer Schriftverkehr zwischen den beiden. Doch dann möchte er natürlich irgendwann erfahren, wer dahinter steckt und macht sich dann auf die Suche nach der unbekannten Principessa. Ich muss sagen, ich finde schon, dass Barrault Liebesgeschichten wirklich ganz wunderbar schreiben kann. Es ist immer sehr erfrischend, es ist zum Teil amüsant und er kann eben ganz wunderbar über die Liebe schreiben. Und ja, ich weiß natürlich, dass hinter Nicolas Barrault eine deutsche Autorin steckt. Ich glaube ursprünglich mal eine Verlagsmitarbeiterin, die sich dahinter ja ein Pseudonym erschaffen hat. Und ich finde nicht, dass man das irgendwie merkt. Also ich weiß sowieso nicht, wenn manche sagen, man merkt, dass das ein Mann schreibt oder eine Frau schreibt. Ja, in manchen Genres fällt einem das durchaus schon auf. Also ich finde schon, dass man oftmals in der Fantasy merkt, ob eine Frau eine Kampfszene beschreibt oder ein Mann. Aber das ist mir in der Regel total egal. Und so kann ich jetzt auch nicht sagen, ob diese Liebesgeschichte typisch männlich geschrieben ist oder typisch weiblich. Und das ist mir im Grunde tatsächlich auch komplett egal. Ich weiß, dass Barrault mich immer sehr gut unterhält und auch wirklich diese Emotionen einer Liebesgeschichte richtig gut rüberbringt. Er verführt uns hier auch mit gut gewählten und sehr poetischen Worten. Das kommt tatsächlich seinem Erstlingswerk mit am nächsten und schreibt eine Liebesgeschichte, die zum Teil auch ein bisschen sinnlich und erotisch ist, aber
nie plump wird oder banal, sondern immer so ein bisschen das Poetische einfach mit dabei hat. Und das macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß. Es ist ein Stil, der sehr einzigartig ist, der unverkennbar ist, den man gefühlt auch bei anderen Liebesgeschichten nur, also sehr wenig rankommt. Für mich gehört Barou bei Liebesgeschichten wirklich zu den Könnern schlechthin. Und ich bleibe auch an den Geschichten dran. Auch dieses kurze Büchlein, ich glaube mit knapp 260 Seiten, hat mich wirklich so an zwei Abenden wunderbar unterhalten. Und das ist einfach so erfrischend und einfach schön und auch einfach mal wieder so ein bisschen was anderes als zu den, ja, jetzt vielleicht neueren Liebesgeschichten, die ja auch immer so ein Geheimnis wirken und das hat man hier eben ein bisschen in anderer Art. Seine Charaktere sind immer sehr liebevoll und authentisch gezeichnet. Man kann wunderbar mitfühlen, das Dinge nachvollziehen. Es wird viel gezeigt, wenig erzählt, wenn man so möchte. Und das macht eben auch für mich immer Barou aus. Für mich war die Geschichte an mancher Stelle allerdings zu vorhersehbar und auch an mancher Stelle ein bisschen zu belanglos, aber ich fand es dennoch eine ganz wunderbare Unterhaltung und ist wirklich ein Barou, wie ich ihn super gerne lese und mich da auch definitiv drauf freue, wenn es da mal wieder etwas Neues von ihm gibt. Also wer eine kleine, zarte, poetische Liebesgeschichte möchte und auch kein Problem mit ein bisschen Sinnlichkeit und Erotik hat, der ist hier beim zweiten Werk von Barou auf jeden Fall gut aufgehoben. Und in diesem süßen kleinen Format, also da muss ich ja wirklich sagen, allein weil das so klein und süß ist, das habe ich damals tatsächlich nicht bewusst so gekauft, beziehungsweise bestellt, wird es auf jeden Fall auch im Regal bleiben, einfach weil ich es wirklich total niedlich finde. Also wenn man halt wirklich ein normales Taschenbuch daneben sieht, da könnte man sagen, da passt das im Grunde ja wirklich fast zweimal rein. Also ja, ist wirklich total niedlich und darf auf jeden Fall im Regal verweilen und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Dann kommen wir zu einer absoluten Highlight-Geschichte und zwar dem Leseclub-Buch aus dem Februar, nämlich dem ersten Teil der Nevermore-Reihe und zwar Fluch und Wunder von Jessica Townsend. Ich hatte das Buch ein ganzes Weilchen auf dem Sub und ich weiß gar nicht, warum ich nicht damals, nachdem doch einige davon geschwärmt habe, es direkt gelesen habe. Es wird jetzt, soweit ich weiß, im Mai die Taschenbuchausgabe herauskommen, die mir persönlich viel, viel besser gefällt als das Hardcover. Ich finde die tatsächlich nicht so schön vom Cover, zwar ein bisschen kreativ und speziell, aber ich mag die Taschenbücher auf jeden Fall mehr und da es ein Highlightbuch ist, wird definitiv auch jetzt das Taschenbuch dann bei mir einziehen. Es erscheint jetzt dann, glaube ich, auch demnächst der dritte Band und es ist wohl im Verlag aktuell irgendwie die Info, dass das der Abschluss der Trilogie sein wird. Ich weiß aber von der lieben Claudia, dass Jessica Townsend, auch wenn man auf ihre Instagram-Seite geht, gerade am vierten Band arbeitet und sie wohl auch schon gesagt hat, dass das eben eine mehrteilige Reihe wird. Ich hoffe, dass es weiter im Deutschen dann auch eine Übersetzung geben wird. Wenn nicht, werde ich tatsächlich überlegen, nach dem dritten, wenn mich die Geschichte weiter so packt und begeistert, dann eben im Englischen weiterzulesen. Das sollte ja, dadurch, dass es eine etwas vielleicht kindlichere Sprache ist, sollte das, denke ich, auch gar kein Problem sein. Aber um was geht es denn überhaupt in Nevermore? Und zwar treffen wir auf Morrigan Crow, die ein verfluchtes Mädchen ist, welche für alle Schlechte in ihrer Stadt und in den Mitbewohnern ihrem Leben verantwortlich ist. Es hilft auch so überhaupt nichts, dass ihr Vater Bürgermeister der Stadt ist, denn er steht überhaupt nicht hinter ihr oder beschützt sie vor diesen Anschuldigungen, sondern es ist eben tief verankert in dieser Gemeinschaft, dass es diese verfluchten Kinder gibt. Und hier ist Morrigan wirklich an allem schuld. Also wenn jemand den Buchstabierwettbewerb verliert, weil sie ihm viel Glück gewünscht hat oder ähnliche Dinge und man denkt sich nur, was ist denn das für ein merkwürdiger Aberglaube? Das Schlimmste kommt aber noch, denn an ihrem 11. Geburtstag soll Morrigan sterben. Das ist eben auch im Zusammenhang mit ihrem Fluch sozusagen direkt so vereinbart. Doch kurz vor Mitternacht von ihrem 11. Geburtstag taucht der etwas seltsame Jupiter North auf und rettet sie in sein Hotel in der geheimen Stadt Nevermore.
Und im Hotel entdecken wir zusammen mit Morrigan unter anderem eben auch Räume, die sich zum Beispiel selbst verändern und dekorieren, passend zur Jahreszeit, zu Anlässen, zu Feiern. Wir treffen auf eine sprechende große Katze und damit hat man mich ja gefühlt in jeder Geschichte, wo es sprechende Katzen gibt. Und es gibt zum Beispiel auch Zwergvampire, die ja dann unter anderem eben auch zu ihren neuen Freunden werden. Es wimmelt in Nevermore vor magischen Wesen und einer Wahrheit, die Morrigan erst noch ja, herausfinden und kennenlernen soll und wir auch ein bisschen mit dabei sind. Und es ist wirklich ein absolutes Highlight und der zweite Band ist ja dann direkt im März dann auch direkt bei mir eingezogen, zumindest als E-Book, weil, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich eher auf die Taschenbücher dann warten. Es ist für mich schon für eine Altersklasse, wie auch zum Beispiel Harry Potter. Es wird, glaube ich, ab 10 empfohlen. Ich kann mir das aber auch schon für 8-9-Jährige vorstellen, weil es, sage ich mal, von der Brutalität eher auch Band 1 und 2 von Harry Potter nahe kommt, als zum Beispiel in einem dritten oder gar vierten Teil, wo wir dann ja auch wirklich ja, Tote im Grunde haben. Ich möchte es aber gar nicht mit Harry Potter vergleichen, weil natürlich Harry Potter für mich einen ganz anderen Stellenwert hat, aber vom Gefühl, von der magischen Welt, in die wir gebracht werden, in die wir eintauchen dürfen, ist das schon vergleichbar. Also es ist eine ähnlich große Welt, es ist eine tolle Protagonistin, also man schließt Morrigan direkt ins Herz, man hasst ihren Vater und auch einige andere Menschen, man ist total überrascht über Jupiter North und die Charaktere, die dann eben auch in Nevermore unterwegs sind. Wir kommen hier auch zu Prüfungen und Aufgaben, die gelöst werden müssen und es war unfassbar fantasievoll geschrieben, erfunden, es war kreativ, es war innovativ, es war auch einfach ganz wunderbar erzählt. Auch der Stil war wirklich einnehmend und mitnehmend und hat ja einen so auch in diese Welt hineingebracht, denn wir entdecken natürlich mit Morrigan zusammen diese großartige neue Welt für uns und durch die wunderbare Spannung, die gehalten wird und die unterhaltsamen Dialoge und was wir entdecken und welche Wesen auftauchen, war das einfach richtig, richtig toll. Zudem sind die Charaktere alles sehr detailverliebt, auch erschaffen, sehr authentisch und einfach auch so wunderbar skurril an mancher Stelle. Und das, ja, fand ich eben auch einfach großartig. Also ich habe das Lesen sehr, sehr genossen. Ich fand auch den Austausch im Leseclub richtig, richtig toll, weil wir eben auch so gemeinsam in eine neue und wunderschöne Welt abtauchen konnten, die einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Also wirklich Fantasy, wie ich sie unglaublich liebe, wie ich sie super gerne lese, wie ich mich auch gerne entführen lasse. Und mir hat Nevermore 1 wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht und war auch ein wahnsinnig tolles Highlight. Und auch gegen Ende musste ich dann, glaube ich, auch den letzten Abschnitt einen Tag eher einfach schon lesen, weil ich einfach gar nicht mehr aufhören konnte und ich da einfach so viel Lust hatte, jetzt das Ende eben auch noch mit dran zu hängen. Also eine wirklich tolle Geschichte, die super viel Spaß gemacht hat und die wirklich durch diese wunderbare Kreativität so einen auch ans Herz geht. Also man merkt, mit wie viel Liebe Jessica Townsend ihre Welt erfunden hat oder die Welt ja im Grunde sie gesucht hat, um die Geschichte zu erzählen. Und das ist wirklich absolut gelungen. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte, ein toller Auftakt und Fantasy, ja, wie es einfach was für mich ist. Und ich freue mich jetzt dann auch sehr auf den zweiten Band und dann natürlich auf den dritten und hoffe, dass es dann eben im Deutschen auch einfach weitergeht. Und wenn nicht, ja, werde ich da mich auf jeden Fall im Englischen versuchen und ja, dementsprechend vielleicht auch für alle, die die Reihe lieben, der Aufruf, wendet euch an den Verlag, fragt danach, was mit den nächsten Teilen sein wird und ja, vielleicht kann man da so ein bisschen mit Manpower dahinter dann eben auch den Verlag irgendwie überzeugen. Das nächste Buch ist dann ein etwas kürzeres Buch und auch, ja,
glaube, so ein bisschen ein etwas kleineres Buch, was aber nicht minder weniger unterhaltsam war. Und zwar Wenn es Frühling wird in Wien von Petra Hartlieb. Vor gar nicht so langer Zeit habe ich ja den ersten Band Ein Winter in Wien gelesen, war dann so angetan von dieser Jahreszeitenreihe und ja auch diesem Wien 1900 in den 10er Jahren. Und so habe ich mir dann den Frühling bestellt und der Sommer ist jetzt im März dann auch schon bei mir eingezogen. Und ich gehe auch mal davon aus, dass die Geschichte dann irgendwann mit dem Herbst vielleicht tatsächlich enden wird, insofern es dann 4 Teile werden sollen können, wie auch immer. Wir sind hier in Wien in 1912 und wir begleiten weiterhin Marie, die wir eben auch schon im ersten Teil im Winter kennengelernt hat, die dort als Kindermädchen bei Arthur Schnitzler untergekommen ist und dort eben auf die beiden Kinder aufpasst. Wir treffen auch auf Oskar wieder, den Buchhändler, und natürlich so ein bisschen auch diese Anbahnung zwischen Marie und Oskar wird hier ein bisschen weiter erzählt. Es ist jetzt natürlich super, wie sieht man das Buch am besten, wenn die Sonne so reinkommt, wahrscheinlich so. Es ist natürlich super schwer, jetzt zum zweiten Band was zu erzählen, vor allem, weil die Geschichten ja, ich glaube, keine 200 Seiten haben. Muss man natürlich sagen, ja, ich würde natürlich unglaublich viel spoilern, wenn ich jetzt was zum zweiten erzählen würde. Ich packe euch meine Bücherwoche zum ersten Band einfach mal unten in die Infobox und wie gesagt, auch das Buch findet ihr ja da unten. Schaut da eben einfach gern mal vorbei, ob das was für euch ist. Wir haben hier ein historisches Setting. Wir haben hier ein historisches Setting, was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt, was mich sehr gut unterhält und auch die Sprache, die hier verwendet wird von Petra Hartlieb und auch den Charakteren, dann im Grunde die Sprache verleiht, finde ich sehr, sehr gelungen. Also man hat wirklich das Gefühl, man ist irgendwie 1910 und man läuft durch Wien. Es wirkt für mich der zweite Teil tatsächlich noch eine Spur authentischer als Band 1, als hätte man so ein bisschen das Gefühl, dass Petra Hartlieb sich jetzt in der Zeit und in ihrer Welt eingefunden hat. Und das hat mir tatsächlich im zweiten Band sogar noch eine Spur besser gefallen. Ich mag auch tatsächlich einfach dieses Wien, was uns gezeigt wird, die Orte, die uns vorgestellt werden, wenn wir durch Straßen laufen, durch Parks, wenn wir da durch Schönbrunn laufen, durch ein Theater, durch die Altstadt. Das wird super bildhaft erzählt und man hat wirklich das Gefühl, durch die tollen Beschreibungen, man ist hier einfach mit dabei. Ich mag Marie und ich mag auch ihre Geschichte. Zudem finde ich auch, dass die Nebencharaktere gut beleuchtet werden, gut erzählt werden. Auch die Dinge, die sie tun, sehr gut nachvollziehbar sozusagen rübergebracht werden. Und das finde ich tatsächlich richtig schön. Ich finde nach wie vor, dass die Bücher ein bisschen länger sein könnten als im Grunde die knapp 170 Seiten. Am Ende ist es ja dann eine Geschichte, vielleicht wenn es hochkommt, von 700 Seiten über 4 Bände. Aber ich freue mich sehr auf den dritten Teil. Ich habe den ersten Teil ja weitergegeben, weil mich ja das Taschenbuch, was ich zum ersten Mal hatte, nicht so gut gefallen hat. Mir gefallen die Hardcover auf jeden Fall besser. Der Sommer, der jetzt eingezogen ist, ist auch in diesem Format und vielleicht hole ich mir irgendwann ja nochmal den ersten, aber das ist gar kein Muss. Aber mir gefällt die Reihe sehr gut bisher. Ich fand beide Teile richtig toll und finde eben auch das historische Wien in dieser Zeit richtig, richtig schön und mag es, wie es uns gezeigt wird, wie man sich auch die Kleidung vorstellen kann, auch die Kindererziehung, auch das Miteinander von den unterschiedlichen, ja, im Grunde, ja, Dienstboten zu eben zum Beispiel einem Arthur Schnitzler, wie da so ein bisschen die Unterschiede sind. Und ja, es hat hier drin auch ein bisschen was Emotionales, das ich sehr gelungen fand. Und ich finde schon, dass Petra Hartlieb wirklich eine ganz tolle Geschichte von Marie erzählt. Und ich bin sehr gespannt, wie es im Sommer weitergeht und dann eventuell eben auch im Herbst. Insofern, ich weiß gar nicht, ob es jetzt wie gesagt eine vierteilige Reihe wird, aber da freue ich mich auf jeden Fall dann auch aufs Weiterlesen. Dann kommen wir zum letzten Buch der Woche und zwar ist das Der Tausch von Julie Clark. Das ist der Debütroman der Autorin und ist, ich glaube, im Dezember erschienen. Habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen und fand tatsächlich das Thema, dass sich zwei Frauen am Flughafen treffen und ihren Flug irgendwie tauschen aus den verschiedensten Gründen, super interessant und hatte dann eben wahrscheinlich nach all den Liebesgeschichten auch Lust, so ein bisschen jetzt was Thrilliges zu lesen und dachte tatsächlich eigentlich, ja, das Buch fängst jetzt hier am Sonntag an und wirst es dann wahrscheinlich so Dienstag, Mittwoch irgendwie beenden.
Aber das ging gar nicht, denn das Buch war super spannend und ich habe es an einem Abend und einem halben Nachmittag sozusagen weggesuchtet. Wir haben hier zwei Frauen, die auf unterschiedlichste Weise schwere Leben führen und die eben aus ihrem jetzigen Leben flüchten müssen und eben auch Veränderungen in ihrem Leben vornehmen müssen. Wir treffen auf Claire, eine junge Frau, die mit einem hochrangigen Politiker verheiratet ist, der sie sowohl körperlich als auch psychisch misshandelt. Und sie will eben in einem anderen Land ein neues Leben beginnen, mit einer neuen Identität, hat das alles geplant, vorbereitet, auch mit Unterstützung von Freunden und ist jetzt eben am Flughafen. Dort trifft sie zufällig auf Eva, die laut ihrer Geschichte ihren sterbenskranken Mann im Grunde erlöst hat, zum Sterben geholfen hat und jetzt eben auf der Flucht ist. Und beide erzählen sich so ein bisschen was aus ihrem Leben, den Gründen der Flucht und warum sie jetzt im Grunde auch hier sitzen. Und Eva schlägt dann eben vor, lass uns doch einfach noch unsere Bordkarten tauschen. Jetzt sind wir schon durch die Sicherheitskontrollen, kontrolliert uns auch keiner mehr und wir machen unsere Flucht im Grunde noch ein bisschen schwieriger für die, die uns suchen wollten. Das passiert. Beide tauschen ihre Karten und auch damit ihren Flug. Und als Claire dann aber sozusagen landet und im Leben von Eva irgendwie wieder ankommt, ist es eben so, dass sie erfährt, dass ihr eigentliches Flugzeug abgestürzt ist und dass eben ja scheinbar Eva unter den Opfern ist. Und jetzt stellt sich ihr natürlich die Frage, was ist mit den Leichen? Wie wird das überprüft, dass sie auch an Bord war? Wie wird ihr Mann darauf reagieren, dass seine Frau im Flieger saß und gestorben ist und so weiter. Und es gibt natürlich auch viele Fragen zu Eva und ihrer Flucht, denn ja, Eva war nicht so ganz ehrlich zu Claire und das macht die Geschichte im Grunde auch noch ein bisschen spannender. Mir hat die Geschichte wirklich sehr gut gefallen. Es ist ein Thriller, wie ich ihn mag. Es ist Thrill so eher zwischen den Zeilen und nicht auf Brutalität gelegt oder auf Blut, sondern tatsächlich eher auf dieser Psychoschiene. Und das sind ja die Thriller, die ich tatsächlich auch wirklich immer toll finde. Es ist wirklich für mich ein Highlight-Thriller, der mich wahnsinnig gut unterhalten hat, der die Spannung über das ganze Buch gehalten hat, der tolle Ideen hatte, auch Lösungen, die ich zum Teil wirklich richtig toll und innovativ finde. Ich muss aber sagen, dass mir das Ende ein bisschen zu konstruiert war. Also es waren einfach der Zufälle zu viel und auch dieser Wahrscheinlichkeit, dass das genauso abläuft, wie man das vielleicht hier geplant hat, das ist mir einfach ein bisschen too much gewesen. Da war ich dann am Ende schon so ein bisschen und dachte, naja, man hätte das auch ein bisschen realistischer, logischer enden lassen können, als wie es Julie Clark hier gemacht hat. Sehr gelungen fand ich das Stilmittel des Erzählens. Wir haben zwei Perspektiven, zum Teil auch mehr, aber zwei Hauptperspektiven. Und das Wunderbare hieran ist, dass nicht nur der Erzählstil, also der, wie die Leute sprechen, wie die Leute ihre Geschichte erzählen, sich verändert. Das ist mir ja bei Perspektivwechsel oftmals wichtiger oder wichtig. Und gelingt nicht jedem Autor. Bei Julie Clark ist es aber so, dass sich nicht nur die Art, wie die miteinander oder wie der einzelne Mensch denkt und spricht, verändert oder rüberbringt, sondern auch wirklich das Erzählen. Bei Claire haben wir nämlich eine Ich-Perspektive, während Eva eben aus der dritten Person erzählt wird und auch rückblickend erzählt wird. Und das fand ich richtig, richtig toll gemacht. Also es hat wunderbar gewechselt, es hat toll funktioniert. Bei Claire fand ich es, dass wir sehr nah an ihr dran waren, dass wir Gefühle, Gedanken miterleben konnten, dass wir sehr viel nachvollziehen konnten, dass wir ganz, ganz nah an ihr dran waren und dementsprechend natürlich auch mit ihr mitgefiebert haben, mitgelitten haben und auch immer so ein bisschen diese Angst sehr nah spüren konnten. Während wir bei Eva eben auch rückblickend erfahren haben, wie ihr Leben verlaufen ist, wie sie dahin gekommen ist, was jetzt eben ist. Und das eben nochmal aus einer ganz anderen Sicht und so von oben herab. Und das fand ich tatsächlich richtig, richtig toll. Also ein wahnsinnig toller Stil, wie ich fand, der eben durch diesen Mix richtig großartig ist und mir auch super gut gefallen hat. Zudem fand ich tatsächlich, dass die Spannung über den ganzen Roman hinweg gehalten wurde, dass es immer spannend war, man weiterlesen wollte, musste, man immer wissen wollte, was passiert als nächstes, wie reagieren die drumherum Menschen im Grunde auf diesen Tausch, auf diese Flucht oder Fluchten, Fluchten, Flüchten,
wie auch immer. Das fand ich tatsächlich unfassbar spannend und auch wirklich diese Angst, entdeckt zu werden, gefunden zu werden und auf der Flucht geschnappt zu werden, so kurz vor dem Ziel, das fand ich tatsächlich super spannend gemacht. Der Stil ist sehr flüssig, es ist sehr modern, es ist wirklich ganz toll, wie nah wir an den Personen sind, auch an der Geschichte sind, wie spannend es uns erzählt wird. Und mir hat das wirklich in diesem Thriller super gut gefallen. Wie gesagt, das Ende war mir ein bisschen too much. Ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen in eine andere Richtung geht, die durchaus eben auch vorstellbar gewesen wäre, weil mir manchmal der Zufälle zu viel einfach nicht so gut gefällt. Natürlich hat das Leben Zufälle, hat es Geschichten, aber dass das alles so funktioniert, geplante Zufälle, finde ich dann manchmal doch ein bisschen zu viel des Guten. Es ist für mich ein Highlight-Thriller, der mich wirklich wahnsinnig gepackt hat und auch durch das Sprachliche sehr gut gefallen hat und eben auch diese Idee und auch, dass das manchmal so Lösungsansätze drin waren, die wirklich auch sehr kreativ waren und innovativ. Und das findet man ja doch gar nicht mehr so häufig, weil es war halt gefühlt auch alles schon mal irgendwie da. Umso spannender fand ich wirklich hier der Tausch von Julie Clark. Und ich kann verstehen, dass man es jetzt doch des Öfteren auf BookTube gesehen hat oder auch auf Bookstagram. Das muss man tatsächlich sagen. Das ist mir jetzt in den letzten Wochen, ich war ein bisschen mehr auf Social Media unterwegs und da ist mir das schon öfter mal untergekommen. Ich kann das tatsächlich sehr gut nachvollziehen und kann den Thriller wirklich nur empfehlen. Mit dem Ende, da würde ich so einen halben Punkt abzugeben, dennoch ist für mich der Thriller wirklich ein Highlight gewesen. Dann habe ich eine Serie geschaut und zwar Sie weiß von dir. Das ist eine Buchverfilmung, die es auf Netflix gibt. Die Serie ist auch relativ neu, jetzt aus diesem Jahr, ist ab 16 freigegeben, hat aktuell eine Staffel, die auch so endet, als wäre sie zu Ende. Also es macht für mich nicht den Anschein, wie wenn wir hier nochmal eine weitere Staffel haben, die zumindest diese Geschichte aufgreift. Es ist, wie gesagt, auch eine Buchvorlage, was ich ganz spannend finde, kenne aber das Buch tatsächlich nicht. Also das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Wir treffen hier auf eine alleinerziehende Mutter, die sich so ein bisschen ihrem neuen Chef hingezogen fühlt. Dort mit ihm dann auch eine Affäre beginnt. Allerdings ist er verheiratet. Er ist aber unter anderem auch ein Psychiater und wir merken recht schnell, dass es hier zu sehr derben Psychospielchen gibt und folgt und kommt. Und dann befreundet sie sich auch noch heimlich mit seiner mysteriösen Frau an und spielt im Grunde so jeder irgendwie ein doppeltes Spiel, kann man glaube ich so sagen. Ich fand die Geschichte und auch die Serie super spannend. Ich fand sie sehr nachdenklich machend, sehr nahegehend, jetzt nicht emotional, aber so, dass man diese Anspannung wirklich wahnsinnig gespürt hat. Diese Spielchen dieser drei und wer lügt, wer sagt wann die Wahrheit, wann passiert, dass Dinge irgendwie auffallen. Auch diese unterschiedlichen Charaktere, die uns sehr nahe gebracht wurden. Nicht immer, warum sie so handeln, aber ja. Zudem haben wir eben auch Rückblicke zur etwas psychisch labilen Frau des Psychiaters, wie sie eben in einer psychiatrischen Anstalt auch ist, wo man irgendwann nicht mehr weiß, wer sagt die Wahrheit, was ist die Wahrheit. Und das hat die Serie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Auch hier so ein bisschen das Ende. Ja, auch selbst wenn ich jetzt so nach 4 Wochen darüber oder 3 Wochen darüber nachdenke, es ist so ein bisschen, es geht in eine Richtung, die ich nicht erwartet habe, was ja schon mal gut ist, aber ich weiß nicht, ob es mir gefällt, tatsächlich, weil ich schon so ein bisschen abgedreht finde, wenn ich ehrlich bin. Und nicht, dass ich nicht unbedingt mir das vorstellen kann, aber ich habe halt was, also ich habe nicht erwartet, dass es diesen Touch bekommt, den es bekommen hat. Aber es war wirklich gut gemacht, es war sehr spannungsgeladen, auch über die Folgen hinweg. Und ich habe schon mitgekriegt, dass das Ende von der Serie wohl vom Buch abweicht. Entschuldigt. Aber ich glaube, dass das Serienende durchaus ein bisschen nahbarer vielleicht dann irgendwie ist. Aber wirklich eine tolle Serie, die wirklich sehr spannend war und auch durch dieses, man weiß am Ende gar nicht mehr, was die Wahrheit ist und wer lügt. Das fand ich wirklich richtig gut gemacht.
Wer weiß, wie das in Buchform wäre. Vielleicht kennt ihr ja das Buch, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare so ein bisschen schreiben. Natürlich spoilerfrei. Aber ja, kann ich wirklich auch nur empfehlen. Und dann wurde ja im Februar bekannt, dass zur Justice League endlich der lang ersehnte Snyder Cut kommt. Und ich glaube, wenn man jetzt im DC-Universum nicht so zu Hause ist oder in dieser ganzen Fandom-Welt unterwegs ist, dann denkt man sich, hä, Snyder Cut? Es ist ja so, dass im Grunde das Zack Snyder geplant hat, eine DC Justice League zu erschaffen. Er wollte das DC-Universum größer machen, anders machen, mit vielen Nebensträngen und Charakteren im Grunde erweitern und eben auf die Leinwand bringen. Er wollte im Grunde so ein bisschen eine Avengers-Reihe. Na, das klingt so wie nachgemacht, aber er hat sich eben sowas für das DC-Comic-Universum vorgestellt. Und er hat eben das sogenannte DC Extended Universe gestartet. Zack Snyder ist unter anderem bekannt für Filme wie 300, Watchmen oder auch Die Legenden der Wächter, die ich auch alle drei wirklich gut finde. Zack Snyder hat einen Stil, der sehr drüber ist, das muss man ganz klar sagen, der sehr schnell ist. Der sich manchmal nicht so richtig Zeit nimmt, auch mal was wirken zu lassen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen sein Fehler. Aber ich finde, er inszeniert Filme wirklich sehr, sehr gut. Und ja, es war so, dass Zack Snyder zwei Filme inszeniert hat in der Regie, nämlich Man of Steel und auch Batman vs. Superman. Und dann ging es eben an Justice League und es war schon gedreht und gefilmt und irgendwie alles im Kasten. Dann hat ihn ein persönlicher Schicksalsschlag ereilt. Ich glaube, soweit ich mich erinnere, ist seine Tochter gestorben oder hat sie sich sogar selbst umgebracht? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Und er sich dann zurückgezogen hat, was man durchaus nachvollziehen kann. Dann hat Joss Whedon Justice League übernommen mit dem Material, was Zack Snyder im Grunde für seinen Film geplant hat. Und Joss Whedon ist ja wohl irgendwie aus dieser Avengers-Marvel-Welt. Und ja, Justice League ist eigentlich gefühlt eine Katastrophe. Also man merkt, dass das komplett abweicht von der Idee, die Zack Snyder hatte. Und ja, die Fans wollten einen Snyder-Cut, also dass er sein geplantes Universum, seine geplante Idee umsetzt. Und jetzt ist es soweit, es ist jetzt auch schon seit über einer Woche der sogenannte Snyder-Cut von Justice League auf Sky zu finden. Ich glaube um die 4 Stunden. Und mit einem Sky-Ticket kann man sich das im Grunde auch ansehen. Und mal sehen, ob ich das vielleicht im März auch machen werde. Freunde von mir haben jetzt und ich haben eben gesagt, so, wir wollen uns vorbereiten auf den Snyder-Cut und haben angefangen, Man of Steel nochmal anzuschauen, Film aus 2013, wo uns die Superman-Geschichte eben erzählt wird mit Henry Cavill als Superman und vielen anderen tollen Schauspielern, allein wer dann die Eltern von ihm spielt, also das ist wirklich großartig. Wir haben hier eben Regie Zack Snyder, wir haben die Produktion Christopher Nolan, das war auch damals der Grund, warum ich ins Kino gegangen bin, obwohl ich kein Superman-Fan bin, und Musik von Hans Zimmer, das ist ja wirklich der Musikgott, den ich bei jedem Soundtrack wirklich unglaublich gut finde. Ich bin, wie gesagt, nicht der größte Superman-Fan. Ich bin zwar schon eher ein DC-Mädchen, bin aber schon eher in der Batman-Welt zu Hause. Muss auch sagen, dass ich diese ganzen Nebenfilme von Aquaman über Wonder Woman, dass mich das überhaupt nicht so richtig interessiert und auch, ja, ich da mich gar nicht so ranfinde. Hab mir aber Superman angesehen und fand ihn ganz okay. Fand es schon auch sehr episch erzählt und Batman vs. Superman schließt dann ja im Grunde an, kam glaube ich 2-3 Jahre später heraus und wir hatten hier eben mal wieder einen ganz anderen Batman, nämlich Ben Affleck, der wie ich fand tatsächlich einen gar nicht so schlechten Batman abgegeben hat, der eben gebrochener ist, älter ist, auch ein bisschen, vielleicht so ein bisschen wieder normaler, nicht ganz so düster, wie es bei der Dark Knight-Reihe von Christopher Nolan war. Ich fand, dass Ben Affleck das tatsächlich gar nicht schlecht gemacht hat, auch so ein bisschen dieser Körperbau, dieses Bullige und dann eben auch dieser Kampf dieser beiden. Und ich habe mich ja damals vor dem Kino gefragt, wieso hetzt man jetzt die beiden aus dem gleichen Universum aufeinander zu. Im Grunde sind ja beide Superhelden, aber es ergibt ja dann alles irgendwie Sinn. Der Film war schon ziemlich drüber, das muss ich echt sagen. Also es war an mancher Stelle schon zu viel einfach des Guten und auch das Ende von Batman vs. Superman war schon ganz schön heavy. Also da habe ich echt gedacht, was traut sich hier Zack Snyder und was wird uns bei der Justice League im Grunde erwarten. Auch hier treffen wir auf Hans Zimmer in der Musik. Ich muss sagen, ich finde beide Filme eher so okay. Kommt für mich
zum Beispiel nicht an die Dark Knight Trilogie ran, wenn man jetzt mal so auf den neueren Batman-Filmen irgendwie greifen möchte. Muss aber sagen, ich fand's okay. Also man kann sich das mal anschauen und man ist da irgendwie auch im Batman-Universum zu Hause und auch die Geschichte von Superman einfach nochmal zu sehen und ne, das ist tatsächlich ganz okay. Wir haben jetzt auch noch Justice League vor uns und dann eben den Snyder Cut. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wir haben jetzt schon ein bisschen drüber diskutiert, ob wir uns eben den ursprünglichen Justice League überhaupt geben oder nicht einfach mit dem Snyder Cut jetzt irgendwann im April weitermachen, weil Justice League ist wirklich einfach nicht das, worauf uns Zack Snyder hier irgendwie vorbereitet hat. Aber beide Filme waren okay, sie sind sehenswert. Ich glaube, beide gibt es auch auf Netflix, wenn ich mich nicht täusche. Bilde ich mir zumindest ein, die da auch gesehen zu haben. Und ja, kann man sich anschauen. Man sollte aber nicht so große Erwartungen haben. Also für mich kommt es nicht zum Beispiel an die Dark Knight Trilogie ran, wobei auch da der dritte der schwächste war. Aber ja, ich bin gerne mal im Comic im DC-Universum zu Hause. Und ja, das war sie im Grunde die letzte Februarwoche, bevor sich dann die Welt irgendwie für mich zumindest komplett geändert hat. Und ja, es war eine ganz schöne Bücherwoche, wie ich fand, also von den Büchern her. Ja, ich glaube, jetzt ging auch ganz gut mit dem Video, bin ich der Meinung. Ich werde nicht so viel wahrscheinlich schneiden müssen und hoffe, dass ihr auch ein bisschen Freude an und Spaß an der Bücherwoche hattet. Wie gesagt, am Dienstag wird es ein kurzes Infovideo geben zu den Hangouts im April und dann wird es jetzt nächste Woche mit den Neuzugängen weitergehen. Dann wird der Monatsrückblick kommen und dann wird es so sein, dass wir wieder so ein bisschen im normalen Rhythmus sind und dann die Bücherwoche wahrscheinlich wieder wöchentlich einfach kommen wird. Und ja, wundert euch nicht, es wird definitiv noch Videos geben, wo ich anders aussehe, aber das ja, ist dann eben auch einfach so. Ja, bin ja ganz froh, dass ich eigentlich manches vorgedreht hatte, aber so muss ich jetzt im April nicht ganz so viel drehen, aber ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Hangouts. Nun danke ich euch fürs Zusehen. Es war jetzt doch eine etwas längere Bücherwoche. Ich hoffe, das war auch soweit okay und ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ich bin natürlich immer neugierig, was so euer aktuelles Buch ist, was euer letztes Highlight war. Lasst uns da gerne in den Kommentaren ein bisschen drüber quatschen und ich freue mich über den Austausch und dass es jetzt vielleicht so ein bisschen normal wieder weitergeht und ja, mal sehen, was da so in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten kommt. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.